Abend. Mein Bruder kennt ihr ja schon, der musste ja schon ein, zwei Mal als Protagonist herhalten. Wir machen heute den Kolfkam-Test. Wir waren ja im Dezember bei Robert Landers von Kolfkam Schweden und haben uns mal erklären lassen, was ein verstellbarer Schaftrücken so ist und wie man rausfindet, ob man einen braucht oder nicht. Die bekannte Steel Action HS haben wir uns heute mal als Versuchsobjekt genommen. Das ist meine Drückjagdwaffe und sie ist so gut wie es ohne verstellbaren Schaftrücken geht auf mich eingestellt. Wir schauen jetzt mal mit dem Kolfkam-Test, ob sie für meinen Bruder auch passt. Dafür braucht man eine wunderbare Taschenlampe, das Gewehr, jemanden, der mit dem Gewehr in den Anschlag geht und jemanden, der mit der Taschenlampe von vorne durch die Optik leuchtet, um dann mal zu sehen, wo der Lichtkegel im Gesicht sitzt. So, lieber Bruder, geh da mal bitte so in den Anschlag, dass du nicht durch die Optik guckst, sondern so stabil wie möglich mit deinem Gesicht und deiner Schulter am Schaft bist. Wir leuchten jetzt mal von vorne rein und sehen in seinem geschlossenen Auge, dass das Lichtstrählchen nicht direkt im Auge ist, sondern ein ganz klein wenig den Nasenrücken streift. Ja. So, wenn du jetzt nochmal bitte so in den Anschlag gehen würdest, dass du wunderbar durch die Optik gucken kannst. Sie. Ja, Visier irgendetwas im Flur an, im Idealfall etwas nicht Lebendiges. Und dann schließe nochmal dein Auge. Geschlossen. Wir leuchten wieder durch und sehen, jetzt ist der Strahl der Taschenlampe direkt in seinem Auge. Ja, soll heißen, es ist minimal die Abweichung, die es bei ihm gibt, aber sie ist vorhanden und mit einer zweidimensionalen verstellbaren Schaftbacke, wie sie Steel Action seit dieser Woche auf der Jagd und Hund präsentiert hat, oder einer Nachrüstung von Kolfkam oder von Steel Action direkt wäre es möglich, das Setup so anzugleichen, dass er automatisch immer gleich direkt mit der Schaftbacke so hingedrückt wird, dass er direkt im Ziel ist und nicht irgendwie beim schnellen Schuss korrigieren muss. Koffert hilft euch weiter. Schönen Abend. Thank you.